heute im Brandenburg-Havel haben die drei größten Industriebetriebe der Stadt aufgerufen zum Bahnstreik. Wir haben heute einen Autokorsa von den Heidelberger Druckmaschinenwerken, von Brandenburg Elektrostahlwerken und von ZF hier in Brandenburg. Und wir stehen heute gemeinsam hier, um nochmal unsere Forderung zu bekräftigen nach 4% mehr Entgelt. Für Beschäftigungssicherung oder Entgelterhöhung. Wir wollen Zukunftssicherung in beiden Bereichen haben. Wir wollen für die Jugend eine Perspektive schaffen, die Dualstudierenden mit in die Tarifverträge nehmen. Und wir sind hier, um alle gemeinsam zu zeigen, wir stehen für die Angleichung Ost. Die Arbeitgeber bewegen sich zurzeit in den Verhandlungen gar nicht, und sodass wir heute nochmal mit dieser Aktion zusätzlich Druck machen müssen. Und wir fordern jetzt endlich die Arbeitgeber Metall-Elektroindustrie auf, hier nachzuziehen. Sie sollten sich schämen, dass sie das bisher nicht mit uns gemacht haben. Das wichtigste Thema ist hier die Angleichung. Da müssen Sie sich endlich bewegen, ansonsten bewegen wir Sie weiter.